Und das können wir zum Beispiel bei der nächsten Montagsdemo, die nicht hier, sondern im Nordbahnhofviertel stattfindet, und zwar vor der Martinskirche, erreichbar mit der U12, Haltestelle Milchhof. Also nochmal, die nächste Montagsdemo am 14.07. und die übernächste am 21.07. finden beide im Nordbahnhofviertel vor der Martinskirche statt. Das steht auch nochmal auf den Flyern, die gerade verteilt worden sind. Also bitte das beachten und an alle Leute weitersagen, die heute vielleicht nicht hier waren, damit nicht versehentlich jemand herkommt. Der Grund ist, dass der Marktplatz durch andere Veranstaltungen belegt ist. Dann ist noch ganz wichtig, erstens wurde ich gerade darauf hingewiesen, es gibt wohl nicht genug Bannerträger. Wenn also jemand ein bisschen Kapazitätenfreiheit für den Demonstrationszug, der soll dann bitte nachher da drüben helfen, das Banner zu tragen. Dann die Unterschriftslisten für die Bürgerbegehren sollen für die Aktualisierung der Ergebnisse bitte abgegeben werden, auch wenn sie noch nicht vollständig ausgefüllt sind. Das heißt nicht, dass wir schon fertig sind. Leider wissen ja alle, dass es diesmal sehr schwierig und zäh ist, bis alle Unterschriften zustande gekommen sind. Aber damit wir das Ergebnis aktualisieren können, bitte möglichst bald abgeben. Wer morgen noch Energie hat und Kapazitäten und nicht arbeiten muss, kann ab 6.30 Uhr zum Elefantensteg kommen. Dort findet das traditionelle Frühstück am Bauzaun statt. Und wer danach noch Zeit hat, kann sich direkt begeben zum Landgericht Stuttgart in die Olgastraße 2. Dort wird der Wasserwerferprozess weitergeführt gegen zwei Angeklagte wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt, die sich aber zum Teil, wie manche andere Polizisten auch, an sehr wenig genau erinnern können und vor allen Dingen nicht, was alles mit Herrn Stumpf und mit Herrn Mappus vorher am Telefon besprochen wurde. Und deshalb auch dieser Prozess unsere öffentliche Beachtung und unsere Beobachtung. Und abschließend schließlich noch einmal die nächsten zwei Montagsdemos im Nordbahnhofviertel an der Martinskirche. Unser heutiger Demozug geht über den Schillerplatz zum Schlossplatz. Dort wird es den Schwabenstreich geben und dann geht es weiter über die Bolzstraße, die Friedrichstraße, über den Arnulf-Klett-Platz und vor den Nordausgang. Und dort endet die Montagsdemo ohne weitere Ansage. Und ich möchte auch nochmal darum bitten, dass man versucht, die Verzögerungen am Arnulf-Klett-Platz relativ einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Ich glaube mit vielen anderen, dass es nicht unbedingt einen großen Vorteil für uns bringt, wenn man dort anfängt zu picknicken. Aber es gibt ja ein paar Leute, die das immer noch sehr gut finden und bei uns kann ja jeder machen, was er will. Ja? Also, hiermit möchte ich die Kundgebung beenden. Wünsche euch allen einen guten Demonstrationszug und eine erfolgreiche Woche. Es gibt ja genug zu tun. Und immer dran denken, oben bleiben und niemals aufgeben. Wiedersehen.